Willkommen zu einem weiteren Video von Games of Truth. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Was wollen Sie im Leben? Was möchten Sie in diesem Leben? Was ist Ihr Ziel? Das Ziel ist es, glücklich zu sein. Ja, ist es wirklich glücklich zu sein oder ist es Spaß zu haben? Sehr, sehr viele Menschen verwechseln das. Sie denken, ich will glücklich sein, aber tatsächlich meinen sie, ich will Spaß haben. Ja, wir leben zumindest im Westen, wir leben in einer Spaßgesellschaft. Spaß muss sein. Wir haben sehr viele soziale Netzwerke. Wir haben auch soziale Plattformen. Wir haben soziale Plattformen, nennen wir das. Wir haben Internetplattformen, die uns Spaß versprechen, wo wir die jecksten Sachen machen. Machen Sachen, wo wir vor einigen Jahren vielleicht überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären, so etwas für alle Menschen weltweit zur Verfügung zu stellen, potenziell alle Menschen weltweit. Ich kenne Menschen in meinem Alter, die ganz verrückte Videos posten auf dieser einen Plattform, die ich übrigens ganz bewusst nicht nutze, die zweimal mit T anfängt, ne? Witziger Name, so viel Spaß. Frauen in meinem Alter, die da, keine Ahnung, ganz verrückte Sachen machen, wo ich denke, okay, na gut, wenn es Spaß macht, wenn es sein muss. Hemmschwelle, wo ist da die Hemmschwelle? Ich will nicht verurteilen, jeder muss selber wissen, was er macht. Aber vor einigen Jahren hätte man sich nicht einmal getraut, im eigenen Dorf, im eigenen Städtchen sowas Verrücktes zu machen, sich vielleicht in den Stadtpark hinzustellen und da irgendetwas zu machen. Die Menschen hätten gesagt, die Frau ist irre, ist schon verrückt. Oder man hätte selber gesagt, nee, das mache ich nicht. Aber heute mit den sozialen Plattformen sieht das alles ganz anders aus. Es wird gepostet, es wird geteilt, man sieht alles. Man darf ins Schlafzimmer von fremden Leuten reinschauen. Nicht nur in den Kleiderschrank, sondern sogar ins Schlafzimmer, teilweise sogar ins Bett. Alles wird geteilt. Die verrücktesten Sachen werden geteilt. Spaß. Wir leben in einer Spaßgesellschaft. Übrigens auch hier in den USA, sehr lustig. Also, wir haben gestern noch darüber gesprochen. Dieser eine Supermarkt, der mit Wall anfängt und dann der Markt in amerikanisch, das ist ein, ja, wenn man in einen amerikanischen Film, sich einen amerikanischen Film anschaut, alles, was es gibt, wo wir denken, das gibt es nicht, Menschen, wunderbare Menschen, ich sage ja immer, es sind wunderbare Menschen, gibt es dort. Menschen, die im Pyjama, im Schlafanzug, mit den Hausschlappen einkaufen gehen. Es gibt also wirklich, es ist für mich, ist dieser Markt Kino. Ich hatte auch schon mal überlegt, ein bisschen was zu filmen, die Menschen, aber ich weiß nicht, ich möchte es auch nicht machen, obwohl sie ja so in die Öffentlichkeit gehen. Mal sehen, ob ich das noch mache. Jedenfalls, wir leben in einer Spaßgesellschaft. Aber sind wir auch glücklich? Ist das das Glück? Ist das das Glück, welches wir suchen? Das Glück? Viele sagen, ja, ich habe so viel Spaß im Leben, ich bin total glücklich. Und auf den vielen Fotos und Videos, die wir sehen, sind die Menschen alle glücklich. Sie lachen, sie strahlen, sie sind vor einer wunderbaren Kulisse, vor einem Traummeer, vor Traumbergen. Sie machen tolle Reisen. Ihr Zuhause ist wunderschön. Sind Sie auch wirklich glücklich? Ist das das große Glück, welches uns da gezeigt wird? Oder ist es nur Spaß? Wie finde ich raus, ob ich glücklich bin? Nun, es ist ganz einfach. Ich unterhalte mich mit meiner Seele. Ich höre in mich hinein. Welches Gefühl habe ich? Wenn ich hier in der Natur sitze, hier, mit diesen wunderbaren Bäumen in einer Natur, die eigentlich unglaublich ruhig ist, dann fühle ich das ultimative Glück, weil ich die ultimative Verbindung mit dem Schöpfer habe. Es regnet, die Blätter, sie werden nass. Ich werde auch ein bisschen nass, es ist trotzdem warm. Ich war heute schon eine Stunde lang in dieser wunderbaren Natur spazieren. Wir hören die Grillen, wir hören die Vögel. In der Natur sind die meisten Menschen glücklich. Wir brauchen diese Verbindung. Die Verbindung zur Natur, die Verbindung zum Schöpfer. Ich kenne ehrlich gesagt nur wenige Menschen, die sehr, sehr glücklich sind
in einer Betonwüste. Aber auch da, es gibt Menschen, die sind dort glücklich. Glück, das Glück zu finden, das ist eine unserer wesentlichen Aufgaben. Das kann ich nur, wenn ich mich tatsächlich mit mir selbst, mit meinem Inneren auseinandersetze. Das, was ich zeige, der Außenwelt zeigen möchte, als Glück, wo ich anderen Menschen zeigen muss, schaut mal her, was für ein tolles, was für ein glückliches Leben ich habe, mit dem Glas Champagner in der Hand, auf einer Terrasse, mit 15 anderen Menschen um mich herum, die vielleicht nicht einmal meine echten Freunde sind. Ich vermittle das als Glück. Wir leben in einer Spaßgesellschaft. Jeder soll sehen, dass es mir gut geht. Jeder soll sehen, dass ich zu den wenigen gehöre, die glücklich sind. Aber ist das wirklich das Glück, welches wir suchen? Sehr, sehr oft ist das nicht das Glück, welches wir suchen. Sehr, sehr oft, wie gesagt, ist es oberflächlich. Und da kommt wieder das, wo wir so oft drüber reden, rein. Ist es mein Ego oder ist es meine Seele? Mein Ego möchte der Welt vermitteln, dass ich glücklich bin, dass es mir gut geht, dass ich toll aussehe, dass ich tolle Kleidung trage, dass ich mir jede Reise ermöglichen kann. Klar, es gibt Menschen, die das haben, die das machen, die das auch teilen, die unglaublich glücklich sind. Mit ihrem Partner oder alleine oder in der Natur. Ich will absolut nichts verurteilen. Ich möchte nur, dass sie selber darüber nachdenken, was für sie Glück ist, was wirkliches Glück ist. Die meisten Menschen denken nicht darüber nach. Sie leben in den Tag hinein. Es ist einfacher. Es ist wesentlich einfacher, in den Tag hinein zu leben, in der Spaßgesellschaft zu leben, abends nach der Arbeit zu sagen, jetzt will ich Spaß haben, jetzt gehe ich raus, jetzt trinke ich mein Bier oder mein Wein und nicht darüber nachzudenken, was tatsächlich meine Aufgabe ist, weshalb ich hier bin. Ab und zu kommen da so diese Fragen, wenn ich ganz alleine bin, wenn es ruhig ist, wenn der Fernseher, dieses Gerät zum Fernsehen, nicht zum Nahsehen, das heißt nicht umsonst Fernsehen. Ich sehe mit diesem Gerät in die Ferne, aber nicht in die Nähe. Es lenkt ab, es ist Ablenkung. Es wird in die falsche Richtung gelenkt. Es wird nicht in die Richtung gelenkt. Worte sind wunderschön. Viele Worte sind wunderschön. Es lenkt nicht in die richtige Richtung. Fernsehen, um abzulenken. Wunderbar. Nahsehen, um wirklich, 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 wirklich zu sehen, weshalb ich hier bin. Wo auch mein Glück ist. Das Glück ist in den kleinen Dingen. Es kann manchmal auch in einem Pfefferminzbonbon sein oder in einer Eiskugel. Es kann in einem Blatt sein oder in einem Frosch. Es kann in den kleinen Dingen sein. Es kann in einer Umarmung sein. Es kann auch in einem Blick sein. Wir können so viel Glück auf dieser Erde teilen. Mit einem Blick, mit einem Satz, mit einem Wort, mit einer Streicheleinheit. Das ist das Glück. Und auch hier in diesem Video, deswegen nochmal, auch ein Dankeschön. Ich finde, es muss mal sein, ein Dankeschön an die vielen, vielen Menschen, die auch täglich für andere Menschen sorgen. Meiner Meinung nach sind das die wirklichen, wirklich wichtigen, wichtigen, wichtigen Jobs in unserer Gesellschaft. Die Menschen, die sich kümmern, die sich um alte Menschen kümmern, die sich um kranke Menschen kümmern und mit einer Streicheleinheit so viel Liebe geben oder mit einem richtigen Wort so viel Liebe geben. Ich hatte eine Frau, die sich um meine Mutter kümmert. Das ist ihr Beruf. Und ich hatte ihr gesagt, sie verdienen mindestens das Gehalt des niederländischen Ministerpräsidenten. Und sie sagte, ach, das wäre schön, wenn das so wäre, wenn ich das bekommen würde. Und ich meinte das wirklich ernst. Das ist unbezahlbar. Dieses Glück von Menschen, die wirklich das auch machen, ihre Aufgabe erfüllen, deren Seele auch in dieser Aufgabe mit drin ist, deren Seele, deren Freude auch darin liegt, anderen Menschen zu helfen, die das auch als ihre Seelenaufgabe sehen. Denn die Aufgabe meiner Seele, die von innen herauskommt, um an meine Herausforderungen auf dieser Erde zu arbeiten,
resultieren natürlich manchmal dann auch darin, dass ich genau die richtige Aufgabe finde, auch in meinem Beruf, um anderen Menschen zu helfen. Das heißt ja nicht nur, dass ich mich nur mit mich alleine, mit meinem Inneren beschäftige, absolut nicht. Wenn ich den Weg finde, um von meinem Inneren heraus das auch nach außen hin zu teilen und vielleicht sogar meinen Beruf daraus machen kann, ja, das ist der Jackpot.